Hey ho, meine Lieben! Im Hintergrund ist immer noch der McAllister da. Der macht gerade ein eigenes, schönes Video. Jetzt musst du genau deine Aufnahme machen, wenn sie aufmachen, oder was? Ja! Ja, also den dürft ihr gerne auch mal abonnieren. Bei mir wird es heute jetzt einfach mal ein kleines Bonusvideo, weil der Kaffee ist alle. Und wo mache ich jetzt heute den Kaffee? Hier drin im Percolator, im, na, kann man es lesen, Percomax LE28. Geiles Teil, gell? Ich freue mich drauf, ja. Du hast mega geschwärmt, wird bestimmt fantastisch. Auf dem Raketenofen von EcoZoom. Gut. Darf ich jetzt mein Video weitermachen? Noch nicht. Okay. Ich habe hier jetzt, ihr habt es ja gerade schon gesehen, ich will jetzt ganz einfach mal versuchen, eben wenn man unterwegs ist, und ja, nur Kaffeebohnen hat. Jetzt probiere ich die einfach mal im Mörser zum Zerstoßen, ob das funktioniert. Und naja. Das Ding aufzufüllen. Also, wie gesagt, das ist jetzt ein reines Experiment. Ansonsten muss ich das Zeug einfach durch einen Thermomix jagen. Viel Krach im Hintergrund hier. Egal, wir machen weiter. Siehst du, Christian, so macht man mit Liebe Kaffee. Ordentlich klein mörsern. Oh, geiler Kaffee durch hier. Mhm. Scheint ganz gut zu funktionieren. Weil ansonsten hätte ich einen Thermomix zur Verfügung gehabt. Ein Thermomix? Ja. Niki, kommst du noch mal schnell probieren? Ich komme sofort zu dir. So. Das muss jetzt erst einmal ausreichen. Ja. Ich denke mal 2-3 so Ladungen. Dann ist das Ding voll. Und ja. Dann sehen wir uns wieder. So, Freunde, ich habe jetzt hier einfach mal das Wasser bis ja, knapp unterhalb von den Löchern hier aufgefüllt. Kaffeebox ist hier voll. Sollte eben direkt unterhalb hier anstehen. So handhabe ich das jetzt ganz einfach mal. Ich habe von dem Teil wirklich selber noch gar keine Ahnung. Ja. Ah ja, das Wasser ist wenigstens schon warm. Dann feuere ich noch schnell den Raketenofen an und dann stellen wir es auf den Raketenofen und gucken wir mal, wie lange wir brauchen, bis wir einen leckeren Kaffee haben. So, meine Lieben, ich nehme jetzt wieder den EcoZoom Versa, wo ich ja vom Sicherstadt bekommen hatte. Steht mir zur Verfügung, nehme ich, ganz klar. Und darauf stelle ich jetzt einfach den Percolator und dann warten wir, bis der Kaffee fertig ist. Muss natürlich noch fertig ordentlich anheizen. Aus dem Behältnis oben habe ich übrigens noch ein klein bisschen Kaffee wieder rausgenommen, weil es zu viel war. Das Deckelchen hat nicht ganz hundertprozentig geschlossen und der Deckel ist dann dadurch offen gestanden. Sieht man überhaupt bis oben hin? Sieht man meine Hand noch? Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Also ein bisschen Kaffee raus, dass der Deckel sauber abschließt oben und dann passt das alles. Ja, jetzt müssen die Kohlen noch ordentlich durchglühen und dann gibt es hoffentlich bald Kaffee. Und was filmst du hier schon wieder bei mir? Ich crash dein Video. Du filmst dein eigenes Video. Ein Video im Video. Ja, könnte man so sagen. Resteverwertung. Du willst jetzt aber nicht meine Zitrone fressen, die ich noch brauche. Wenn, dann quetsch deine andere aus hier. Resteverwertung. Ja. Na, hoffentlich zieht es da alles zusammen hier. Extra Schuss Vitamin C. Gibt nichts Besseres. Knapp 10 Minuten später. Der andere filmt da hinten auch schon wieder. Hier einfach noch ein bisschen Kohle mit dran muss. Ich weiß nicht, ob man es brodeln hören kann. Nein, oben kommt noch kein Wasser. Hat auf alle Fälle jetzt schon mal zum Brudel angefangen und jetzt schauen wir doch mal an McAllister, an McDutchie hier über die Schulter.
Hi Michi. Was machst du hier Schönes? Ich mache hier einen Schweinefilet-Topf. Ein Schweinefilet-Topf? Ja, der glaube ich wird fantastisch werden. Auf jeden Fall habe ich unten zu wenig Kohlen gehabt und jetzt haben wir noch ein paar nachgelegt. Kannst hier gerne mal reingucken, wenn du möchtest. Oh ja. Dann machen wir mal ein Guggerle. Also der Ding, mit dem komme ich gar nicht klar. Ja, dann hätte ich halt den anderen Deckelheber genommen. Jo. Okay. Na, da verraten wir nicht zu viel. Genau. Darfst meinen Videolink unten drunter setzen, da können Sie es jetzt. Wenn das Video vor meinem draußen ist, wer weiß, ansonsten einfach mal den hier abonnieren und dann einfach drauf warten auf das Video. Ja. Jo Leute, mittlerweile fängt an, das Wasser da oben raus zu spritzeln und zu blubbern. Machen wir gleich wieder den Deckel zu. Da sieht man es hier dann nämlich auch in dem durchsichtigen Deckel. Ja. Und jetzt heißt es bloß noch abwarten, bis er einmal, zweimal, dreimal komplett durchgelaufen ist. Keine Ahnung, wie lange man sowas kochen lässt. Hinter mir brodelt, blubbert und klappert. Kalt ist es außerdem. Gesundheit. Irgendjemand, ich glaube, das war sogar die Sophie, hat letztens geschrieben, dass man den Kaffee ruhig stehen lassen kann, eine ganze Weile, weil der sich irgendwann von Haus aus gesättigt hat mit dem Kaffee und der dann auch nicht mehr stärker wird. Ja, und das machen wir jetzt ganz einfach. Einfach eine Weile köcheln lassen. Und du kommst dann mit dem Fleisch daher. Schweinefilet, schöne rosa. Mmh, probier mal. Ich habe jetzt schon zwei Stück dir geklaut. Musst du das jetzt hier sagen? Egal. Ja, Freunde, leider süfft das Ding ein klein bisschen über. Ja, ich weiß nicht, ob der Kaffee zu grob war oder zu fein oder ne, keine Ahnung. Du kannst es bloß nicht. Ja, aber man sieht jetzt schon hier oben drin, er ist schön dunkel. Ich denke, das ist jetzt die Gelegenheit, eine Tasse zu holen, um den mal zu probieren. Und jetzt werden wir probieren. Natürlich nicht zu vergessen, hinten mit einem Handschuh anzulangen, weil das ist mir dann doch etwas zu hot. Ich bin ja jetzt gespannt, wie der Kaffee schmeckt. Und wie wir den hier rein befördern. Ich glaube, da war doch etwas viel drin. Oder soll man das Innere vorher rausnehmen? Ich werde das mal ausprobieren. Ich probiere das jetzt einfach aus. Da werden sich wahrscheinlich jetzt einige total kaputt lachen, aber das ist mir jetzt in dem Falle völlig wurscht. Ne, der läuft oben raus. Das Innere muss man, glaube ich, rausnehmen. Oder erst einmal durchsickern lassen. Lassen wir das erst einmal schnell noch durchsickern und dann nehmen wir unser Tässchen. Das läuft ja alles daneben. Weil, wie sollte man jetzt das Ding da oben raus operieren? Viel zu hot. Also absinken lassen und dann, ja, probieren wir den Kaffee aus. So Leute, denken wir mal, jetzt können wir einen neuen Versuch starten. Learning by doing, Versuch macht klug. Ja, und schon so suppt nichts mehr raus. Ich liebe ja meinen Kaffee blond und süß. So wie du. Bloß nicht blond. Ja. Aber der duftet ja herrlich. Und den Rest stellen wir wieder drauf. Der kann noch weiter brodeln. Ja. Wir tun süßen und weißen. Und dann probieren. McAllister teilt seinen Kaffee mit einem hässlichen Seestern. Einmal frei, das ist Gastfreundschaft. Danke. Ja. Ich würde ihn verkloppen. Also ich würde ihn nicht würzen, ich würde ihn schwarz trinken. Probier mal. Gut. Aber Vorsicht, heißt ich, mag, schwarz probiert. Ich mag keinen schwarzen Kaffee. Also, boah. Pass auf, du verbrennst. Die Zunge ist gerade pelzig bei mir. Der ist gut, gell? Sehr aromatisch, ja. Ist geil. Also die Würzung würde den Kaffee jetzt versauen. Komm, ja, deine Meinung. Kommt besser als aus der normalen Kaffeemaschine? Ja.
Ich muss jetzt vergleichen, wie er dann mit Zucker und Milch ist, weil Schwarzmilch ging ja eigentlich nicht. Da muss man ja fast sagen, das Warten hat sich gelohnt, ne? Das Warten, ja, schon. Nee, doch. Ja, also ich werde meine jetzt auch mal würzen und dann, ich kann es schwarz nicht beurteilen, weil, wie gesagt, ich trinke gar nicht schwarz und er ist auf jeden Fall sehr kräftig, aromatisch, aber das kann jeder andere Kaffee wahrscheinlich auch sein. Deswegen muss ich den nicht so trinken, wie ihn zu Hause auch trinke. Prösterchen. Zum Wohle. Der ist ja immer noch heiß. Heiß ist er, ja. Also eins kann ich doch sagen, der ist noch nicht genug durchgelaufen. Ja, könnte noch ein bisschen aromatischer sein. Also, denk, lassen wir auf alle Fälle noch ein bisschen stehen. Aber so im Großen und Ganzen ist ja schon vollkommen in Ordnung. Schmeckt gut. Mhm. So, lassen wir noch ein bisschen weiter blubbern. Dann wird er auch noch ein klein bisschen stärker. Und ich denke dann auch noch viel besser. Kaffee braucht auch Zeit zum Kochen. Fährt ein grüner Polo vorbei. Aber die fahren jetzt nur auf den Weihnachtsmarkt. Die kommen nachher schon noch mal vorbei. Mhm. Leute, Mann, ist der doof. Ich komme gerade von drinnen wieder raus. Denk mal, was ist denn das? Und dann steht das so da dran. Den Typen muss man einfach bloß auch gern haben. Und wen das noch interessiert, was er gemacht hat, ganz genau, hier ist es. Aber wie gesagt, abonniert ihn an McAllister und dann könnt ihr auch angucken, wie er das komplett gemacht hat. Das ist aber mega lecker. Gehen jetzt vor seine Cam und machen das Probiererle. Mhm. So Leute, zweiter Versuch. Der McDutchy spielt da drüben an seinem Handy rum. Egal. Der hässliche Seestern und Tanja kommen auch gerade wieder vom Weihnachtsmarkt, wo sie mit Schatzi, Patricia und Zwerg waren. Wunderbar. Was machen wir im Winter, ey? Anziehen. Ja, jetzt schmeckt er um einiges besser. Jetzt schmeckt er besser, Patrick. Viel besser. Hi. Musst du dir Tasse schnappen, musst du dir Kaffee nehmen? Ich bin immer noch nicht giftig. Gib mir eine Tasse. Du hast eine Tasse. Die ist noch Jungfrau. Ja, dann wird sie entjungfert. Dann kann ich sie aber nicht mitnehmen. Doch. Du kannst sie auch nachher wieder spülen. Gut. Dann sehen wir nachher gleich noch an Patrick, wie der auch noch den Kaffee probiert und sein Kommentar abgeht. Was hast du da für eine komische Tasse, Mensch? Also eine komische Grill-Junkie-Tasse. Tja. Ruhe im Hintergrund. Mach ich jetzt hier die Cam aus oder lass sie weiterlaufen? Schau mal, wie er sich die Finger verbrennt. Das Spektakel, den schaust du an. Das Spektakel? Gut. So heiß scheint der Griff jetzt gar nicht mehr zu sein. Wer heiß anfassen kann, kann auch heiß lieben. Ja, Tanja, du musst es ja wissen. Aber vielleicht weiß es ja der McDutch auch. Ja, von mir kommt er. Nee, du kennst ihn ja erst seit heute. Ach so. Aber was habt ihr vorher da hinten gemacht? Das nee, alle, gar nichts an. Alle Spaß. Ringelpiez mit anfassen. Aha. Schlawiner. Auf alle Fälle haben wir hier wieder Heidenfreud. Ja, wird es heute noch was? Ach, jetzt tut er sich ja Milch rein. Ja, weil es so heiß ist. Weil es so heiß ist! Mir ist scheiße kalt. Meine Haxen ist so ein Eisbein, weißt du? Ich weiß schon, warum ich nicht auf die Weihnachtsmärkte mitgehe. Wie ein guter Löffel? Hier? Ja, ja. Hast du ihn angeleckt? Nur für dich. Ja, danke schön. Das ist unglaublich heute. Meine Keime sind deine Keime. Ja. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Ja. So. Also Prösterchen und Wohl. Ehrliches Kommentar. Nein, der ist echt super, exzellent. Wirklich super. Doch. Obwohl ich ja noch am Überlegen bin, wahrscheinlich den Kaffee noch etwas feiner mahlen. Der war schon jetzt schon
heftig grob, muss ich zugeben. Aber wie gesagt, das war jetzt mein allererster Einsatz vom Percolator. Das war Kaffeegranulat. Also er weckt keine Toten, so stark Kaffeegranulat. Man kann ihn auf jeden Fall genießen. Doch. Ja. Geschmackvoll, ja. Ja. Also mit verschiedenen Bodensorten kriegt man dann natürlich auch andere Geschmäcker hin. Ja. Aber ich finde ihn richtig jetzt, lecker. Jetzt okay, Freunde. Wieder zum Barista, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja, war bloß ein kleines Bonusvideo. Ciao.